Huhu, da sind wir schon wieder. Hallöchen, herzlich willkommen zu Final Fantasy 15. Mein Name ist der Frankon, ja, wir sind immer noch hier. Heute in Hammerhead, wer hätte das gedacht? Wir schauen mal bei Sid nach, ob der was hat. Mein Kreuz bringt mich noch um. Ach Gott, oh Gott, wir haben leider noch nichts für ihn. Deswegen werden wir mit unserem Auto... Schau mal her, der Regalia, der ist schon... Ach Gott, oh Gott. Was sind das? Der hat schon Einschusslöcher, der arme Kerl. Nee, Quatsch, das gehört so. So, dann gehen wir mal zu Sydney. Zu guten, lieben Sydney. Hallo. Was steht heute an? Machen wir mal eine Wartung, ey. Das sieht ja übel aus. Gut. Was kostet der Spaß? An die Arbeit. 500, naja, das geht ja noch. Okay, wird erledigt. Das geht ja noch. Bin ich gespannt, wie sie das warten ist. Das hier muss noch... So. So. Geschafft. Job erledigt. Hübschi, hübschi, hübschi. Cool, gefällt mir. Ja! So, Wartung abgeschlossen. Wo fahren wir jetzt weiterhin? Zu welchem Rotz? Was haben wir denn? Aufgaben. Warte mal, warte mal. Wir haben doch hier... Hier Küstenmarkturm, Dungeon, ne? Willst du mich verarschen? Hier ist eine Anglerstelle. Nein. Willst du mich verarschen? Da ist eine Anglerstelle. Dass wir da noch gar nicht waren. Was? Du gehen wir hier. Und zwar mit unserem Vogel, Etzel. Ist ja nur ein Kilometer. Also na, Speedy. Gentlemen, wir haben eine kleine Reise vor uns. Ui, da haben wir aber hier noch was. Danke. Braver Junge. Metallsplitter, yo. Hoffe ich, dass ich hier rüber kann. Freut ihr euch auch so auf unsere nächste Panne? Ich hatte echt schwer erwischt, was? Ja, mitten ins Herz. Ach, wie schön. Bromto ist verliebt. Ach, ist das schön. Ach, das finde ich jetzt toll. Obwohl ich ja erst am Anfang gedacht habe, dass er schwul ist, ne? Weil der hat ja damals mit dem guten alten Bromto, hat er ja, dank Bromto sag ich schon, mit dem Noctis, hat er ja ein kleines Gespräch geführt gehabt. Hey Noct, über dir! Keine Ahnung, ich fand irgendwie, dass er da irgendwie doch angedeutet hat, dass er da doch vom anderen Ufer ist. Irgendwie, aber anscheinend habe ich mich gehört, ist doch schön. Ah, dann ist in die Sydney verliebt, ach ist das herrlich. Okay, der Weg war doch jetzt ein wenig weiter, als jetzt so am Anfang wirklich vermutet. Hui. Schau einer an, wir hüpfen sogar da drüber. So, dann schauen wir mal, vielleicht gibt es hier noch irgendwie coole Sachen zum Looten. Wie kommen wir hier jetzt, glaube ich, wieder in Feindesgebiet, ne, so viel ich weiß. So, da vorne, ja, da bin ich jetzt auch gespannt, ne. Jetzt haben wir 10 Uhr vormittags, da hätte ich eigentlich in der Nacht hin sollen jetzt, ne? Aber okay, jetzt ist er August. Jetzt sind wir schon da. So, sind wir jetzt hier richtig, wenn wir hier jetzt nach unten gehen? Yo, Stufe 9, nice!
Ausdauer und Erholungsgeschwindigkeit eines Chocobos sind gestiegen. Das ist aber schön. Ui, da haben wir was, da haben wir was. Vogel, Vogel, Vogel. Ruhig, Brauner, ruhig. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Spinnenseide, tatsächlich. Dieser Stelle können wir angeln, ey. Bist du bescheuert. Und was gibt's hier? Roter Chocobo. Was gibt's hier für Fisch? Eieiei, ist das ein Dreck, das ist Sumpf. Eieiei, was für ein dreckiges Loch, du. Was für ein dreckiges Loch. Das sind bestimmt Fische mit drei Augen, wie bei den Simpsons. So. Ein dreckiges Loch, du. So. Ja. Wir probieren es mal einfach. Ich habe keine Ahnung. Ach, schau einer an. Das ist sogar unterwegs, Anne. Eieiei, ist das ein Glanzviech. Ist das ein Glanzviech. Wow. Ja. Du Skehasel. Nice. Neue Fischsorte. Nice. Ist doch cool. Was wollen wir? Alter, geht das jetzt rucki zucki. So egal, schnell. Das nächste Mal wird besser. Was passt ja, da? Ja, Mann. Was ist das für Viech? So schnell. Schau dir gar nicht, ne? Gehör der Blaukeimling, schieß mich tot. Was denn 600 Gramm? Okay, wenn du den Kopf wegtust, wenn du den Schwanz wegtust, wenn du die Gräten wegtust, dann bleibt da auch nicht mehr viel übrig. Ne? Aber schön mit Kartoffeln irgendwie, mit Salzkartoffeln. Hab jetzt. Na, ah, das ist schon ein wenig ein Brummer, ne? Aber nichts für uns. Wow. Alter, dritter Fisch. Freu dich doch mal ein bisschen. Wie viel haltbar kurz? Das ist ein schöner Fisch. Alsterbarsch, jawohl, da kommen es wieder alle zusammen da. Sehr schön, ne? Läuft doch. Nein. Würde schon sagen, läuft doch schon wieder alles wie geschmiert. So, hier ist ein hübscher. Hübschi, hübschi, Fischi. Hübschi, Fischi. Hübschi, hübschi, Fischi. Komm, beiß an. Beißt du jetzt an? Da beißt er an. Das ist ja. Oh, was ist das für einer? Wow, was ist denn das für einer? Alter! Boah! Freunde der Sonne! Alter! Der hat mindestens 15 Kilo. Der hat mindestens 15 Kilo, Freunde. Das glaubst du doch gar nicht. Alter, das, was ist denn das für ein Riesen? Der ist doch auch von Fukushima oder Tschernobyl, ey. Ruhig, Brauner, ruhig, Brauner. Na komm, na, rüber will er auch noch. Da hast du einen dicken Brummer gefangen. Ohne Witz. Ich glaube, ich habe den noch nie so einen schweren. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen Brocken an der Leine. Boah. Junge. Viel Schnur müsste eigentlich lange, ne? Würde ich mal behaupten. Na, jetzt zieht er doch ein wenig. Boah, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Erst gleich. Ist der schwer? Alter! Ich freue mich, wenn ich den Kollegen hol außen habe. Boah, fuck! Junge, die Hälfte haben wir jetzt endlich. Boah, was ist denn das für ein Karabiner? Na komm schon, wirst langsam müd. Du kannst dich zwar wehren, mein Freund. Aber ich bin doch stärker wie du. Richte die Rute auf den Fisch aus. Ja, rat mal, was ich mach. Rat mal, was ich mach, Schlauberger. Boah, Junge. Junge.
Und nüber wieder, ne? Und nochmal nüber. Ah, jetzt zappelt er. Der junge Kerl kämpft ums Überleben. Junge, Junge, Junge. Ah, jetzt will er wieder nüber. Ja, jetzt wird er langsam wieder. Junge, jetzt wirst du müde, ne? Kennst dich aus. Kennst dich aus, jetzt wird er müde. Ich bereite alles fürs Einholen vor. Alter, Alter, was ist das für ein Brocken? Boah, zieht aber ordentlich nochmal. Jetzt gibt der Kollege nochmal alles. Alter Verwalter, alter Schwede. Junge! Gleich haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn doch. Und das ist ein Brocken! Was kommt jetzt? Alter, und? Ein dicker Brocken. 8 Kilo. Lucy's Karpfen. Neuer. Alter. Wow. Du hast draufnockt. Den Lucy's Karpfen. Was geht denn hier ab? Yes, schau dir diesen Brummer an. Ich dachte echt, der ist 15 Kilo, aber scheiß drauf. Junge, das war jetzt ein Hoshi. Alter Verwalter. Dafür geht der wieder umso schneller. So, ah, so schnell kann's gehen. Wow. Die werden immer kleiner. Oh, boah, war das ein Brummer, ey. Jetzt muss ich sagen, das war jetzt auch der schwerste Brocken, ne? Wo wir hier jemals irgendwie rausgezogen haben. Jetzt nicht vom Gewicht her, aber... Also der hat einige Schuppen, einige Kraft, einiges an Kraft hinter den Schuppen gehabt. Hey! Was passt zu dir? Ach, die werden echt immer kleiner, die Viecher. Nur noch 28 Zentimeter. Da lache ich ja. So, Entschuldige. Gibt's hier auch größere Exemplare? Hey, was? Wir haben doch voll den fetten Brocken gehabt. Ja, was willst du denn eigentlich? Ich würde gern so einen richtig erbitterten Kampf zwischen Fisch und Angler sehen. Ja, haben wir doch gerade gehabt, oder nicht? Hat dir das nicht gelangt? Mein guter alter Brumm, du. So langsam hast du genug Kleinkram geangelt. Das war doch ein ordentlicher Kampf gerade. Zu nerven. Komm schon. Der Balken muss voll werden, hat er gemeint. So, Feierabend für dich, Kollege. Oh, gut gemacht, Nacht. Ja. Ja, davon kann man essen. Wir hängen hier jetzt schon ziemlich lange rum. Findest? Kannst du nicht mal was Größeres... Du hast echt Glück. Wie, wir räumen jetzt nur noch was mal den... Was, Winzling? Was willst du denn? Was denn? Ja, klein, fett, rund, so wie ich. Passt doch. Gehörnte Blaukiemling. Passt schon. Willst du keine großen Fische angeln? Ich glaube, das war's schon mit dem großen Fisch, ne? Du bist ja in Höchstform. Hey, die Schnur reißt gleich. Da reißt gar nichts. Da reißt gar nichts. Nicht schlecht. Den Fisch zerreißt vielleicht. Na, immerhin ein schöner Leuchtwilz. 56 cm, Respekt. Ich glaube, die Fische wären jetzt hier gar nicht mehr wenig, oder? Kann das sein? Weil irgendwie. Mach so weiter und hier ist bald alles leer. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Gladio, irgendwie wird es aber trotzdem nicht weniger. Keine Ahnung, woran es liegt. Irgendwie wird es trotzdem nicht leerer. Nicht übel. Die trübe Suppe. Freu dich doch mal ein bisschen. Na, passt doch. Wels, was? Welsbeutel? Na, ihr seht, es wird nicht weniger. So, weißt was? Wir holen uns jetzt noch zwei Fische raus.
Das ist natürlich immer schnell verdientes FP, ne? Vorsicht, die Schnur! Du hast echt Glück! Na, Kollege, stell dich nicht an. Schnell verdiente FP, aber trotzdem. Nicht schlecht. Irgendwie sind jetzt gerade nicht mehr diese Riesenviecher dabei, irgendwie. Doch, hier haben wir noch einen. Komm, den holen wir uns noch. Mich, der leuchtet gelb, der Kollege. Dann versuchen wir uns den noch rauszuangeln. Außer diesem Kleinkram beißt nichts an. Ach. Nerv nicht. Ja, das sind immer die 7 Gescheiden, ne? So, bitte hier, fang jetzt! Na, irgendwie machen die, das würde die halt gern wissen, was das genau für ein Fisch ist, ne? Vielleicht sollten wir es an einem anderen Tag nochmal probieren. Ja, ich befürchte, dass jetzt wieder der falsche Fisch vor der Angel ist. Richte die Rute auf den Fisch! Sie beißen gut! Aber dann holen wir halt den kleinen auch noch raus. Eine ich FP hatte dazu bekommen. Größeres erwartet. Ah, putzig. So, komm. Nicht so schnell kurbeln. Mach so weiter und hier ist bald alles leer. So, passt schon. Eine FP dazu. Oh. Nicht übel. Ja. Anderthalb Kilo, das kleine Viech. So, bitte. Irgendwie mag er mich nicht, ne? Ich der da jucken gern, was das für Viecher, für Fisch ist, ne? Ich bild mir ein, dass das doch jetzt weniger wird, ne? Jetzt haben wir, Freunde. Zu nerven. Richte die Rute auf den... Sie beißen gut. Wow, wieder so einer. Alter. Alter Schwede. Obwohl der jetzt gar nicht so ausschaut, ne? Wie als ob er jetzt... Aber er wehrt sich, der Kollege. Der gibt auch nicht so schnell auf. So, meine Lieben. Nur ums Eck. Ah, jetzt will er da wieder rüber. So, mein kleiner grüner. Na, immer sachte, hat er gemeint. Na, da wehrt er sich hin und her, hat er gemeint. So, bald haben wir auch schon die Hälfte. So, Freunde der Sonne. Na, komm schon. Na, der ist aber hier, strammer Bursche. So, die Hälfte haben wir jetzt. Jungs, dass ihr jetzt gerade nichts sagt, ne? Wundert mich, sonst habt ihr einmal eure Kusch laut. Na, jetzt will er da wieder rüber. Nichts leichter als das. Sehr schön. Sehr schön. Na? Das Spielchen gehe ich mit, Kollege. Das Spielchen gehe ich mit, was du hier spielst.
Die letzten Flackerer, wo er macht. Da will er sich nochmal gegen seine drohende Niederlage hier nochmal entgegenstemmen. Aber ich bin quasi an der längeren Leine im wahrsten Sinne des Wortes. So. Na komm schon, Junge, komm schon. Gib auf, mein Freund, gib auf. Gib auf, mein Freund. So, gleich hammern, gleich hammern. Ich glaube, das ist schon wieder ein luxusischer Karpfen. Ja! Nicht übel. Uhuhu, 70 cm, Luzis-Karpfen, nice! So. Du solltest besser eine neue Schnur verwenden. Ich schau mal, ob ich die noch nehmen kann. Nur so, weil wir es eben können. Da möchte ich nämlich schon mal schauen, ob die schneller sind, beziehungsweise ob die weniger werden. Oh nein, die Schnur... Du hast echt Glück. Es geht jetzt eigentlich ganz schnell. Ja, die Schnur reißt jetzt wow, nicht mehr so schnell. Du hast einiges gelernt. Ja. Die Viecher werden im Hund 500 Gramm, siehst du es. Ja, da kriegst du auch noch Geld am... Ob was in meiner Größe anweist? Da, Vorsicht, die Schnur! Du bist ja in Höchstform. Freilich. Was ein Winzling! Oh, hör auf zu nerven. Wie du, Brom, du. Oh Gott, ey, die werden einmal kleiner. 20 Zentimeter! Junge, 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 Junge. Beißen nur kleine Fische an. Kannst du nicht mal was Größeres anziehen? Ich möchte echt mal schauen. Oh, hör auf zu nerven. Hier ist noch eine. Kannst du nicht mal was Größeres an Land ziehen? Oh, hör auf zu nerven. Würde ich ja gerne. Wir haben doch schon Riesen, diese Lucis-Karpfen, ne? Das waren doch schon schöne Hoshis, oder nicht? So, da hinten ist einer. Der macht nicht da ist, ne? Der macht auch nicht. Ich glaube, jetzt sind sie alle müde. Kannst du nicht mal was Größeres an Land ziehen? Oh, hör auf zu nerven. Na komm schon, ja, jetzt wird der Ding schon ein wenig größer. Oh nein, die sie beißen gut. Na, da wehrt sich aber einer hier gepflegt. So, aber ohne mich. Oh, nicht übel. Ja. Du siehst schon Leuchtwilz. Hier ist es noch. Wechsel die Schnur aus, bevor sie dir reißt. Hey, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Das könnte noch mal so erbrocken werden hier. Okay, da kommen immer wieder neue Fische dazu. Jetzt nehmen wir uns den noch raus. Kannst du nicht mal was Größeres an Land ziehen? Oh, hör auf zu nerven. Oh, was hängt da jetzt? Nee, den möchte ich jetzt noch holen in dieser Folge. Nein. Den möchte ich jetzt noch holen hier, hat er gemeint. Den möchte ich jetzt noch holen. Nein, jetzt bin ich wieder reingegangen. Der war doch so gut jetzt. Kannst du nicht mal was Größeres anziehen? Nein! Ich drücke immer zu schnell drauf. Die Schnur... Mach so weiter und hier ist bald alles leer. Aber das ist auch nicht gerade so groß jetzt, ne? Weil der nämlich so ein gelber Punkt war. Komisch, ich dachte... Oder vielleicht haben wir den falschen wow, erwischt. Nicht schlecht. Hm, geht so. Ist der gelbe noch da? Der gelbe ist noch da. Ja, den möchte ich doch noch versuchen. Also den gelben möchte ich jetzt noch versuchen, den gelben Punkt rauszuholen. Da. Vielleicht brauchen wir...
Ich bräuchte vermutlich einen anderen Köder, ne? Ui, da haben wir schon fast gehabt. So, das muss es sein, das muss es sein. Ja! Nein, die sie beißen gut. Das ist er! Ui, 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 jetzt müssen wir aber aufpassen, ne, mit der Schnur. Jetzt müssen wir aber tatsächlich aufpassen mit der Schnur. Ja, schönes Tier bist du. Ein schöner Bub bist du. Nein! Nein! Solltest du nicht mal die Schnur auswechseln? Der ist weg. Wisst ihr was, liebe Freunde, machen wir hier einen kleinen Cut. Folgenpause. Wir hören auf mit dem Angeln. Und sehen uns dann wieder morgen in aller Frische zu Final Fantasy XV. In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank und bye bye. Bis morgen. Servus.